Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns Astpo TV mit Corinna Lilienscheid. Ich kann mich auch dunkel noch daran zu erinnern, dass es ganz, ganz früher die Videos gab. Damals habe ich schon Torge verfolgt, aber es ist schon so lange her. Das Video habe ich gesehen, als es rauskam, glaube ich. Und das ist schon wieder, wie viele Jahre her? 12 Jahre. Ach, ich bin so alt, Leute. Und ich kann mich garantiert nicht mehr erinnern, was vor 12 Jahren in diesem Video passiert ist. Deswegen, ja, let's go. Schauen wir uns das Ganze an. Wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Astpo TV. Mein Name ist Corinna Lilienscheid. Wir beginnen heute mit einer Pendelrunde. Das heißt, es war so lustig, weil damals habe ich auch 2010 immer mit meinen Freunden vom Fernsehen gechillt und haben diese Astro TV, heißt das Original, ja, immer geschaut, so auf Verarsche angelehnt. Das war auch mega lustig immer. Die wurden noch 8,90 € die Minute, ja genau. Sie dürfen hier anrufen und ich werde Ihre Frage mit Hilfe meines Pendels dann beantworten. Ich warte auf den ersten Anrufer. Oh, da ist ja schon einer. Guten Tag, mein Name ist Corinna Lilienscheid. Was kann ich für Sie tun? Ihre Frage bitte. Hallo, hier ist die Anna. Hallo Anna. Ja, ich habe folgende Frage. Ich mache gerade mein Abitur und bin nicht gerade die Stärkste in meiner Klasse. Ich würde gerne wissen, ob ich das Abitur überhaupt schaffen kann. Also, das, nee, Anna. Ja. Was ist das für ein Bad hier? Was ist das für ein, ist das so ein Elektrobad, wo du deine Steine aufladen kannst oder was? Was ist das? Pendel bewegt sich überhaupt nicht, Anna. Sieht ganz schlecht aus mit Abitur. Ah. Zu dumm. Zu dumm sind sie. Ja, Anna, ich sehe zu auch dumm sind sie. Probleme mit Mathematik. Nee, Mathe ist das stärkste Fach eigentlich. Ja. Mit dem Englischlehrer klappt es auch nicht so ganz, ne? Nee, mit dem komme ich gut klar eigentlich. Also, mit Abitur sieht ganz schlecht aus. Ja. Man sagt ja eigentlich auch, ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aber wenn das Huhn gar keinen Mund hat zum Fressen, sieht es natürlich schlecht aus. Ja, ja, ja. Sehr gutes Spiel. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, gleich morgen hier. Ja, nee, ganz schlecht. Wenn Dummheit klein wäre, könnten sie unterm Teppich wahrscheinlich Fallschirm springen, okay? No. Alles Gute ganz viel Liebe, ja? Tschüss. Du hast mal gemacht, ganz viel Liebe. 753-48219, die Nummer, um zu mir durchzukommen, zu Corinna Lilienscheid, okay? Wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist die Petra. Hallo Petra, Ihre Frage bitte. Ja, ich habe folgende Frage auf dem Herzen, mein Freund und ich wollen morgen... Sind es echte Menschen, die da gefragt haben? Weil die Stimmen klingen gar nicht verzerrt oder ungeändert von Torge aus. Klingen gar nicht so. Die klingen ganz, ganz normal wie Menschen halt. Ein italienisches Restaurant eröffnen und wir würden gerne wissen, ob wir davon überhaupt leben können, ob sich das finanziell lohnt. Ja. Ja. Nee, sieht ganz schlecht aus, Petra. Ganz schlecht. Sie haben es noch gar nicht gependelt. Sieht ganz schlecht aus. Sehr gut aufgebaut, Petra. Ich mach das Pendel mal, ja? Oh, gucken Sie mal. Oh ja, das sieht gut aus. Das Pendel schlägt aus, Petra. Ist kaputt gegangen sogar. Sehr kaputt gegangen. Sehr gutes Zeichen, Petra, für das Restaurant. Sehr gutes Zeichen. Sie sollten auch direkt einen Kredit bei der Bank... Genau, wenn man sich aber auf jeden Fall schon so ein Restaurant gründen will, sollte man auf jeden Fall da anrufen, wenn man sich vorher schon unsicher ist. Auf jeden Fall sehr gute Idee. Aufnehmen und noch 20 weitere Restaurants eröffnen, okay? Ja, steht das denn im Weg, dass ich eine Pizza- und eine Pasta-Allergie habe oder so? Dass da Nein, irgendwas, ist überhaupt nicht schlimm, Petra. Ja, aber sicher noch gar nicht... Ich bin ein Profi. Reaper, danke für deinen Sub, danke schön. Dritter Monat, nice. Dir eine Flamme, vielen Dank, danke schön. Nein, ist gar nicht schlimm, sagt das Pendel. Nee. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Und ganz viel Liebe, ja? Okay, ganz tschüss. Liebe, ja. Tschüss. 4537892, die Nummer, um zu mir durchzukommen, zu Corinna Lilienscheid, okay? Wer ist in der Leitung? Die Franziska. Hallo Franziska, Ihre Frage bitte? Folgende Frage, ich liege gerade mit meinem Mann im Bett und ich wollte gerne wissen, wann ich damit rechnen kann, dass der Typ endlich mal kommt. Ja, ja, genau. Sie liegen jetzt gerade mit Ihrem Mann im Bett und vollziehen den Akt der Geschlechter? Ja, genau, er liegt jetzt gerade auf mir und ich würde halt gerne wissen, wann ich damit rechnen könnte. Ich frage das Pendel mal. Ja, 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 logisch, ja, das, man sitzt am Telefon und fragt erstmal, wann kommt er endlich, also ihn einfach zu fragen oder irgendwie zu helfen, das ist immer so geil, ich sag nichts, das wird uns zu dirty heute, das passt nicht so rein, aber es, ja, meine Vergangenheit ist sehr groß. Oh, gucken Sie mal, das sieht gut aus, das Gott, man hat sogar das Schnaufen dann am Telefon, dieses... Oh nee, unangenehm. Und dann läuft hier, das ist ein Brunnen, ist das deswegen? Oh nein. Ja, das sieht sehr gut aus mit dem, das sieht sehr gut aus. Innerhalb der nächsten 3 Minuten könnten Sie damit rechnen. Okay. Ja, das könnte noch etwas dauern. Aber wenn Sie auf seiner Trompete spielen, könnte das vielleicht ein bisschen schneller gehen. Ein kleiner Tipp von mir persönlich, okay? Danke, Corinna. Ja, ich helfe doch.
Danke, Corinna. Gerne. Alles Gute für Sie und ganz, ganz viel Liebe, ja? Tschüss, ja. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das war AstpoTV für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück. Mein Name ist Corinna Lilienscheid und ich schicke Ihnen nochmal ganz, ganz viel Liebe nach Hause, okay? Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh Gott, ja, Tonqualität war damals halt schon wild, ne? Das kann man nicht anders machen. Aber ja, geiles Video, wenn es etwas älter ist. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.